Damit zur nächsten Männerdomäne, der Jägerei. War es beim männlichen Steinzeitmenschen noch die Essensbeschaffung, um die es ging, ist es heute in manchen Kreisen offenbar anders. Zumindest erheben Tierschützer schwere Vorwürfe gegen die Jagdgesellschaft rund um den Waffenlobbyisten Alfons Mensdorf-Pouilly nach einer sogenannten Gatterjagd am Wochenende. Nicht nur die Gäste von Alfons Mensdorf-Pouilly, auch einige Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken sind am Samstag bei der Gatterjagd im Burgenland mit ihren Kameras mit dabei. Was ich gesehen habe, ist, dass eine Treiberkolonne quer die gesamte Breite dieses Gatters durchspannt hat, quer durch die Länge auf und ab gegangen ist, insgesamt viermal. Und dazwischen sind die Jagdgäste auf diesen Jagdsitzen gesessen und die Tiere sind verzweifelt auf- und abgelaufen. Und die Jagdgäste konnten wie so auf Schießbudenfiguren im Prater diese Tiere abknallen. Schauplatz ist Bildein im südlichen Burgenland. Dabei sind laut Polizei auch 20 Einsatzkräfte. Sie wollen die beiden Seiten auseinanderhalten und richten eine Sperrzone ein. Ein ganz gewöhnlicher Einsatz, so die Polizei. Die Kosten trägt die Allgemeinheit. Es ist wie bei jedem polizeilichen Einsatz, geht es um die Verhältnismäßigkeit. Es geht um die Durchsetzung der Rechte, die jeder Staatsbürger, jede Staatsbürgerin hat. Und da sind also zwei Meinungen aufeinandergeprallt. Das einerseits die Ausübung des Jagdrechts, auf der anderen Seite das Wahrnehmen des Demonstrationsrechts. Und das ist beides ist zu schützen und zu gewährleisten gewesen. Und das ist polizeiliche Aufgabe. Einige Tierschützer werden angezeigt, weil sie sich nicht an das Platzverbot gehalten haben sollen. Das dementieren die Aktivisten aber. Sie hätten die Sperrzone nicht betreten und ihre Bilder von außerhalb aufgenommen. Doch auch der von den Tierschützern der Tierquälerei Bezichtigte dementiert die Vorwürfe gegen ihn. Es stimmt alles nachweislich nicht. Ja, das wird die Staatsanwaltschaft nachweisen. Wenn jemand schreibt über wimmernde arme Rehe, ich habe in diesem Revier kein einziges Reh, nur ein Beispiel von vielen, aber ich will mich mit dem Herrn Balloch nicht hier für eine Diskussion einlassen. Wird die Staatsanwaltschaft erledigen. Das Jagdgesetz des Burgenlandes erlaubt die Gatterjagd. Allerdings soll nächstes Jahr ein neues Gesetz beschlossen werden. Und das soll auch die Gatterjagd neu regeln, heißt es heute seitens der zuständigen Landesrätin.